Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Gelobt sei Jesus und Maria, die Mutter Jesu und auch unsere vielgeliebte Mutter. Liebe Brüder und Schwestern, ich mag dieses Evangelium, Lukas 11 und besonders der 13. Vers. Zuvor sagt Jesus, suchet, bittet, klopft an. Jesus fordert uns heraus, den Vater im Himmel zu bitten. Und dann gibt er eine zusätzliche Motivation und er sagt, wenn nun schon ihr, die ihr böse seid, also Jesus schätzt uns schon etwas realistisch ein, erkennt unsere Schwere und erkennt unser Herz, das auch manchmal böse sein kann. Also wenn nun schon ihr, die ihr böse seid, wisst, euren Kindern Gutes zu geben, um wie viel mehr wird der Vater im Himmel den Heiligen Geist denen geben, die ihn darum bitten. Und diese Gabe des Heiligen Geistes, dieses Geschenk liegt Jesus so sehr am Herzen. Warum? Weil er weiß, wenn wir in der Kraft seines Heiligen Geistes leben, dann wird unser Herz verändert. Und dann wird auch so manches, was so an Gewohnheit da ist, so manches, was böse oder was schwermütig, was schwach geworden ist, dass es im Feuer des Heiligen Geistes gereinigt wird. Und deswegen sagt Jesus, bittet um den Heiligen Geist. Und das wollen wir aus ganzem Herzen tun, zu wissen, das ist das sicherste Gebet, das wir an Gott richten können. Er wartet nur darauf, dass wir ihn darum bitten. Möge er uns reichlich mit der Kraft, mit der Salbung des Heiligen Geistes beschenken, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Uns allen einen gesegneten Tag.